Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Ich dachte mir, bevor wir umziehen, mache ich noch einen allerletzten Vlog in dieser Wohnung, bevor es keinen mehr geben wird. Denn der Umzug, der steht praktisch schon vor der Tür. Ich habe jetzt noch ein Wochenende, das ich ganz entspannt verbringen kann, wo ich mich einfach um mich kümmere, wo ich an meinen Whips fleißig weiter stricke und einfach mal ein bisschen runterfahren kann und abschalten kann. Das brauche ich aktuell wirklich dringend, denn es kommt eine Sache über die andere, parallel noch die ganze Lernerei und der Druck mit der Prüfung und der Umzug und dann Papierkram, dann funktionieren Dinge nicht und so kommt einfach alles zusammen und deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Wochenende ist für mich, um runterzufahren. Genau, und deswegen sitze ich hier auch schon auf meiner Yogamatte, die ich jetzt wieder ausgepackt habe, denn ich werde jetzt zuallererst Yoga praktizieren. Ich habe erst überlegt, ob ich Lust auf Hatha-Yoga habe oder Kundalini-Yoga und habe mich für eine entspannte Kundalini-Yoga-Praxis entschieden. Je nach Stimmung schwanke ich da zwischen den verschiedenen Yoga-Arten. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, dass ich Yoga-Ausbildungen im Hatha-Yoga, aber auch im Kundalini-Yoga gemacht habe und von daher tobe ich mich da einfach aus. Ich weiß, es gibt da so Philosophien, dass man einfach nur bei einer Yoga-Art bleiben sollte, aber ganz ehrlich, nein, nein. Ihr tut auch bitte das, was euch gut tut und ich finde es sehr streng, einfach zu sagen, keine Ahnung, man kann da nur eine Sache praktizieren, alles andere gibt es nicht. Schwachsinn. Schwachsinn. Ich praktiziere das, was mir in dem Moment einfach gut tut. Und ich muss dazu sagen, ich habe die letzten 2-3 Monate wirklich kaum Yoga praktiziert, obwohl ich das eigentlich dringend immer für mich brauche, aber ja, ganz ehrlich, mich hat das viel zu sehr unter Druck gesetzt. Also es war einfach in den letzten 2-3 Monaten so viel los, dass ich keinen Kopf dafür hatte. Ne? Und was mir persönlich dann umso mehr Druck macht, ist, wenn ich mir sage, ja, das tut dir gut, das musst du jetzt jeden Tag machen, das geht nicht anders, das muss so laufen. Nein, nein. Weil ich finde, dann driftet das schnell in diese Richtung ab, dass auch die Dinge, die uns gut tun, einfach Stress erzeugen. Und für mich war das zu viel Stress und deswegen, ganz ehrlich, habe ich viel Zeit auf der Couch verbracht, habe viel gestrickt, habe auch viel einfach gar nichts gemacht, ne? Weil einfach so viel los war drumherum, dass ich das einfach für mich gebraucht habe. Ne? Ich merke aber zum Beispiel heute, dass ich das brauche, dass ich das machen möchte und deswegen sitze ich hier auf meiner Yogamatte. Und deshalb will ich euch auch einfach sagen, wenn ihr Routinen habt, Dinge habt, die ihr umsetzen wollt, setzt euch da nicht unter Druck. Ihr müsst niemandem irgendeine Rechenschaft ablegen. Ihr könnt einfach so alles machen und tun, wie es euch einfach gut tut. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch kein Fan von diesen Neujahrsvorsätzen, weil ich finde, diese Neujahrsvorsätze, die entstehen aus einer falschen Intention heraus, weil man das einfach so macht. Jeder hat ab dem 1. Januar irgendwas Neues, was er machen möchte, deswegen macht das jeder. Ich finde, so Vorsätze müssen oder sollten aus, wie soll man das am besten formulieren? Vorsätze sollten dadurch entstehen, dass euch zum Beispiel irgendwas fehlt oder ihr merkt, okay, ich muss irgendwas anderes machen, ich fühle mich so nicht wohl, das gefällt mir so nicht, ich möchte irgendwas optimieren oder ich möchte in eine andere Richtung gehen oder ähnliches. Ich finde, daraus sollten Vorsätze entstehen. Und vor allem sollten die Vorsätze auch nicht so hart sein, dass man sagt, okay, jetzt muss ich jeden Tag das und das und das machen, sondern dass man sich wirklich so ein bisschen Luft lässt. Ne? Es müssen Routinen und Praktiken sein, die einfach für euch auch praktizierbar sind. Ne? Ich finde, das habe ich jetzt in meiner ärztlichen Laufbahn so miterlebt, dass viele Ärzte da sehr streng sind und sagen, so hast du dich jetzt zu ernähren, du darfst da gar nicht mehr von abweichen. Das funktioniert halt für die meisten nicht. Ne? Man muss immer so ein bisschen das Drumherum beachten, dass Leute einen Job haben, dass Leute vielleicht im Schichtdienst arbeiten, dass Leute Kinder haben oder einen Hund haben oder ähnliches, dass sie vielleicht jemanden noch versorgen müssen. Es gibt ja tausend Baustellen, die man haben kann, die einen so ein bisschen daran hindern. Das heißt nicht, dass man nicht was machen kann, sondern man muss es an die Gegebenheiten anpassen können. Und da kann man nicht einfach so einen rigiden Plan verfolgen, wie jeder praktisch. Das funktioniert einfach nicht und ich finde, das führt nie zum Ziel und auch nie dazu, dass irgendwas optimiert wird oder verändert wird. Und deswegen muss man die Leute einfach, finde ich, da so heranführen, dass es etwas ist, was praktizierbar ist. Und da hatte ich zum Beispiel auch Probleme so ein bisschen mit meiner Kundalini-Yoga-Lehrerin. Ich halte viel von ihr. Sie
hat wirklich ein großes Wissen. Und man muss dazu sagen, ich bin immer sehr ehrfürchtig und sehr eingeschüchtert, wenn es um Leute geht, die deutlich mehr Wissen haben als ich. Und versuche dem auch immer so ein bisschen gerecht zu werden. Aber für sie war es halt so, dass halt das Drumherum nicht bedacht wurde. Niemals. Sie hat gesagt, wenn man will, dann macht man das. So funktioniert das nicht. Für sie war es so, 4.30 Uhr oder 4.30 Uhr fängt die Sadhana-Praxis an und das kriegt jeder hin. Das hat man hinzukriegen, wenn man das praktizieren möchte. Wenn man Kundalini-Yoga machen will, dann muss man um 4.30 Uhr aufstehen. Und ganz ehrlich, ich habe das versucht am Anfang jeden Dienstag während der Kundalini-Yoga-Ausbildung zu machen. Es ging für mich nicht. Ich war montags bis 19 Uhr in der Praxis von 8 Uhr an. Ich wusste abends gar nicht mehr, wie ich heiße. Und bevor ich da irgendwie runtergefahren bin und irgendwie mal was gegessen habe etc., bin ich natürlich ein bisschen später ins Bett gegangen, als es für 4.30 Uhr irgendwie angebracht wäre. Und ich war einfach nicht in der Lage, um diese Uhrzeit aufzustehen. Und ja, am Anfang habe ich mich da echt schlecht gefühlt, als würde ich irgendwie so ein bisschen versagen. Aber nein. Ich finde, wer Kundalini-Yoga praktizieren möchte, soll das praktizieren und zwar so, wie es für einen passt. Ich habe auch ein Kundalini-Yoga-Buch von einer sehr bekannten Kundalini-Yoga-Lehrerin gelesen, die auch sagt, weißt du was, das ist praktisch eine Yoga-Art, die kannst du immer und überall implementieren, auch wenn es nur 5 Minuten pro Tag sind. Und da kann man nicht sagen, dann bist du aber keiner, der irgendwie Kundalini-Yoga praktiziert. Also, deswegen macht euch nicht diesen Druck. Ich mache mir diesen Druck teilweise selbst. Ich komme da, also ich arbeite an diesem Aspekt. Aber manchmal merke ich halt auch selber, wie ich da so hängen bleibe und mich dann auch schlecht fühle. Aber da bin ich ehrlich gesagt von weggekommen. Vor allem beim Kundalini-Yoga jetzt, weil das einfach für mich ein aktuelles Thema war. Und habe für mich einfach gesagt, ich praktiziere das für mich so, wie ich es praktizieren möchte. In der Zeit, in der ich es praktizieren möchte. Und wie es für mich einfach angenehm ist. Weil, keine Ahnung, auch dieses, wenn du das um 34 praktizierst, die 1,5 Stunden, dann fühlst du dich danach wie das blühende Leben. Ganz ehrlich, ich hatte schon direkt Zeitdruck. Ich wusste, ich musste gleich los. Ich musste mich noch umziehen im Endeffekt. Für mich war das Stress. Für mich war das purer Stress. Dann war ich nicht ausgeschlafen. Dann habe ich mich den ganzen Tag schlecht gefühlt. Für sie war es aber so, dass die Praxis praktisch den Schlaf ersetzt. So ist das einfach nicht. Also für mich nicht. Schön, wenn es für andere so ist. Für mich war es überhaupt nicht so. Und ich habe mich einfach immer kaputt gefühlt. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich praktiziere es so, wie es für mich praktikabel ist. Sagen wir es vielleicht so. Und deswegen, wenn ihr Vorsätze habt, macht das nach eurem Rhythmus. Macht es vielleicht aus einer tieferen Intention, damit es für euch einfach auch irgendwie einen Sinn und Zweck hat. Sagen wir es vielleicht so. Und so mache ich es auch. Also ich habe zwar auch, sag ich mal, Vorsätze oder Routinen, die ich wieder mehr implementieren möchte, aber das mache ich jetzt nicht ab dem 1.1., sondern habe gesagt, ich mache es ab dem 1.2. Ich habe für mich gemerkt, Yoga fehlt mir mittlerweile wirklich sehr und ich weiß, ab Februar wird es für mich deutlich besser sein, das auch ein bisschen mehr zu implementieren. Wenn ich am Anfang erst nur Kartons auspacke, nichts anderes mache, dann ist es auch so, dann fällt das halt vielleicht weg. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ab dem 1.2. alles so ein bisschen mehr wieder in meine alten Bahnen führt. Und genau, deswegen. Einerseits ist es das Yoga und andererseits aber auch das Lesen. Denn die letzten Jahre habe ich wirklich sehr wenig gelesen. Ich bin eigentlich ein absoluter Bücherwurm. Ich habe immer schon viel gelesen, deswegen habe ich ja auch dieses riesige Bücherregal hier. Aber es war für mich einfach nicht drin. Ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen. Ich finde, auf sowas wie Stricken kann man sich ziemlich gut konzentrieren, weil man was mit den Händen macht. Über den Büchern bin ich eingeschlafen. Und da habe ich auch akzeptiert, dann ist es halt so. Und für mich waren Hörbücher zum Beispiel am Anfang so, dass ich dachte, ja, das ist aber kein richtiges Lesen. Auch Schwachsinn. Das sind halt so Normen oder so Dinge, die man sich selber in den Kopf setzt, die aber einfach doof sind. Da, wie gesagt, da macht man sich selber das Leben irgendwie schwer. Und ich habe jetzt im letzten und vorletzten Jahr so ein bisschen angefangen, mehr Hörbücher zu hören und bin da total begeistert von. Ich mache das auf dem Weg zur Arbeit, ich mache es während des Strickens. Das heißt, ich kann im Endeffekt 2 Dinge kombinieren und das werde ich jetzt auch immer mehr machen. Deswegen, dieses Jahr wird auch das Jahr der Bücher. Ich werde immer mehr lesen und auch Hörbücher hören und das wieder mehr in mein Leben integrieren. So. Das war jetzt sehr viel drumherum. Soweit wollte ich das gar nicht ausarten lassen. Ich habe mir für die Praxis jetzt hier schon ein Öl geschnappt. Und zwar Lemon Eukalyptus. Irgendwas Frisches, weil ich brauche heute irgendwas Frisches. Ich habe mich hier auch schon einen Tee gemacht. Das ist der
kleine Sünde-Tee von Teekanne. Ich bin aktuell irgendwie total im Früchtetee-Modus. Ihr wisst, eigentlich bin ich eher so die Kräutertee-Tante, aber aktuell brauche ich irgendwie so Früchtetees und deswegen, genau, habe ich mir hier meinen Tee gemacht, den ich jetzt noch trinke, bevor ich anfange, Yoga zu praktizieren. So, und so generell zu diesem Wochenende oder vielleicht filme ich auch noch heute, das weiß ich noch nicht, das entscheide ich spontan. Ich will an meinen Whips stricken. Ich habe einige Dinge, die ich irgendwie zur Seite gelegt habe, an denen ich nicht weitergemacht habe, wo eigentlich nicht mehr viel fehlt, um die fertig zu machen. Und dem möchte ich mich auf jeden Fall dieses Wochenende widmen. Das ist erstmal so der Plan. Deswegen, es wird auf jeden Fall strickreich, auch wenn ich jetzt viel drumherum gequatscht habe. Und von daher fangen wir doch einfach mit dem eigentlichen Video an. Ich bin jetzt fertig mit meiner Yoga-Praxis und habe es mir hier mit meinem Frühstück auf der Couch gemütlich gemacht. In letzter Zeit esse ich wenig Brot, weil ich da irgendwie keine Lust mehr drauf habe. Bei mir ist das immer so ein bisschen phasenweise. Mal mag ich lieber Porridge, mal esse ich lieber Brot, mal esse ich lieber Brötchen, dann wieder Joghurt. Also bei mir schwankt das immer so. Und meistens ist es dann so, dass ich für eine längere Zeit eine Sache immer morgens esse und dann habe ich da irgendwann keine Lust mehr drauf und esse was anderes. Aktuell ist es Sojajoghurt. Ich mache das immer so, dass ich mir eine Banane klein schneide. Darauf werfe ich dann so einen halben Becher von dem Sojajoghurt von Alpro. Den mag ich am liebsten, vor allem den ohne Zucker. Es gibt aber auch einen, der hat so ein bisschen Haferstückchen drin. Den mag ich auch sehr gerne. Aber der Mandeljoghurt ist auch lecker davon, genauso wie der Kokosjoghurt. Aber ich persönlich favorisiere einfach den ungezuckerten Sojajoghurt. Dann mache ich da so ein bisschen Müsli Crunch drauf. Dann nehme ich am liebsten das von DM. Da gibt es total viele verschiedene Sorten, aber das von DM mag ich persönlich am liebsten. Ich habe aktuell das mit Wildbeeren, glaube ich, ist das. Dann nehme ich so Nüsse meiner Wahl, die ich da noch so ein bisschen drauf werfe. Aktuell sind es Mandeln, weil ich die einfach noch vom Backen übrig habe. Chiasamen. Dann, wenn ich Beeren habe, werfe ich die auch noch mit drauf. Jetzt hatte ich hier noch ein paar Himbeeren, die mir übrig geblieben sind. Und ein Schuss Nussmus. Ich liebe das. Ich liebe das so, so sehr. Hier habe ich jetzt Erdnussmus drauf, aber wir haben auf der Fibo Pistazienmus abgekriegt und das war so lecker. Wir haben das von Koro mitgenommen. Das ist halt saumäßig teuer. Auf der Fibo gab es halt Prozente, deswegen haben wir es billiger bekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es für den Preis nochmal bestellen würde, aber es war wirklich next level lecker. Richtig gut. Ja, aber hier Erdnussmus, das ist auch super, super lecker und das werfe ich mir da auch immer noch drauf. Und jetzt löffle ich erstmal meinen Joghurt und dann werde ich an meiner Temperaturdecke arbeiten, denn ich muss, glaube ich, den gestrigen Tag noch machen. Genau, und habe das dann schon mal erledigt. Ich habe nämlich die letzten Tage wirklich fleißig gehäkelt. Ich mache das hier gerade so auf so eine große Sicherheitsnadel drauf, meine ganzen Hexagone, um die dann am Ende zusammen häkeln zu können. Ich wollte die eigentlich direkt zusammen häkeln, da hatte ich aber jetzt so keine Lust drauf. Aber ich bin schon mal stolz, dass ich durchgehalten habe und bis jetzt jeden Tag ein Hexagon gehäkelt habe. So, genau. Ich werde mir nur ein bisschen was anderes überlegen müssen mit dem Verstauen, weil man muss die Banderolen dran lassen, sonst wisst ihr am Ende nicht mehr, welche Farben das sind. Man könnte die natürlich noch irgendwie anders beschriften, da habe ich keine Lust drauf. Aber ich hasse es immer aus dem Sack alles rausholen zu müssen. Also ich glaube, ich brauche ein bisschen was Größeres. Es wundert mich im Nachhinein nicht, dass die diesen großen Beutel von Mood empfohlen haben, weil der ist halt ziemlich cool, weil er halt eckig ist und den kann man oben nochmal zuzurren im Endeffekt. Wenn man den aufmacht, kann man halt so auf alles drauf gucken und nicht wie bei so ganz normalen Beuteln, wo man halt alles nochmal rausholen muss. Genau, deswegen, da werde ich mir noch was anderes überlegen müssen. Total viele haben sich auch selber Körbchen gehäkelt, das finde ich auch sehr, sehr schön und oder halt ein ganz normales Körbchen, das überlege ich mir aber noch. So, das lege ich jetzt einmal zur Seite und frühstücke jetzt erstmal.
Wir waren jetzt noch mal kurz einkaufen und Cleo hat ihre obligatorische Möhre gekriegt. Die liebt Möhre total. Ja, und hat endlich mal was zu kauen, weil manche Dinge schluckt sie einfach so runter, aber die kaut sie zum Glück richtig schön und isst sie wirklich, wirklich gerne. Und Gurke, ne? Gurke auch, ja. Gurke auch und... Ach, die isst eigentlich alles. Apfel. Ja. Sellerie habe ich ihr auch einmal gegeben, so ein Stänger. Ja. Das hat auch ganz gut funktioniert und ja, ihr seht, die genießt es. Ich arbeite jetzt weiter an meiner Weihnachtssocke, weil ich die heute wirklich fertig kriegen möchte. Die Ferse sieht schon mal richtig schön aus und ich habe euch ja schon mehrfach gesagt, dass ich von dem Verlauf, von dem Muster total begeistert bin. Es sieht richtig gut aus. Ich warte jetzt noch auf meinen Verlobten, der ist nochmal losgegangen, weil wir Scheibenkäse vergessen haben für unsere Burger, die wir nachher machen wollen. Und genau, nachher werden wir auch noch Barbie schauen, denn den gab es bei Amazon für 99 Cent zum Leihen und ich habe den ja noch nicht gesehen, also werden wir uns den heute angucken. Sonntag hier bei mir und ich habe den ganzen Vormittag jetzt schon gefilmt für euch. Ich muss jetzt dringend noch ein Video bearbeiten, das gleich für euch online gehen soll und dann kann ich mich auch endlich an Stricken machen. Ich habe gestern meine Weihnachtssocken fertig gekriegt. Ich habe fast meine Tutiki-Socken fertig gekriegt, aber irgendwie ist der Wurm drin bei diesen Socken. Netterweise hat mir eine Followerin von euch einen Rest zugeschickt. Richtig gut und dementsprechend konnte ich die Socken eigentlich jetzt genau gleich machen. Und ihr seht, die Socke endet hier mit Gelb und die musste ich gestern schon mal aufribbeln, denn die endet mit Grau. Und erst dachte ich, okay, vielleicht ist doch ein gewisser Garnunterschied da, aber nein, ich habe hier einfach zu viel da reingestrickt und ich habe keine Ahnung, wie das möglich sein kann. Entweder ich habe es mir nicht richtig notiert, wie viele Reihen ich am Ende wirklich beim Fuß gestrickt habe oder zweitens, ich habe nicht richtig nachgezählt und bin deshalb irgendwie falsch gelandet. Auf jeden Fall habe ich gestern schon ein bisschen aufgeribbelt und dann die Abnahmen einfach früher gemacht. Das hat aber auch nicht ausgereicht und ich bin hier schon wieder bei Grau angelangt und dementsprechend werde ich es jetzt nochmal aufribbeln und ja, werde nochmal ein bisschen mehr an Abnahmen machen, damit ich hier früher beenden kann. Also es ist der Wurm drin. Ich dachte wirklich gestern so, mache ich schnell fertig, dann habe ich es hinter mir, dann habe ich endlich die Socken für meinen Verlobten fertig. Aber nein, es ist der Wurm drin bei den Tutiki-Socken. Keine Ahnung warum. So, und das lege ich jetzt einmal zur Seite. Jetzt schnappe ich mir meinen Laptop, bearbeite das Video für euch und dann geht das auch gleich online, damit ihr euch das angucken könnt. Und dann machen wir uns auch schon ans Stricken. Die Videos sind gefilmt, das eine Video ist uploaded für euch und jetzt kann ich mich endlich in meinen Sessel setzen, entspannen und ein bisschen stricken. Aber vorher wollte ich euch einmal die Socken zeigen. Das sind einmal meine Weihnachtssocken, die gestern für meine Mama fertig geworden sind. Die sind sehr, sehr schön und gefallen mir sehr gut. Das ist das eine. Dann habe ich gerade noch meine Tutiki-Socken beendet. Und ich habe es nochmal auffribbeln müssen, weil ich dann doch nicht weit genug gekommen bin. Und jetzt passen sie perfekt und sind wirklich komplett gleich. Mega cool. Also es hat sich absolut gelohnt. Es hätte mich, glaube ich, am Ende echt jedes Mal wieder genervt. Also irgendwo stimmen meine Notizen einfach nicht. Aber das kann auch passieren. So, die kann ich jetzt auch zur Seite legen. Und eigentlich wollte ich die Bündchen bei meinen Pullovern jetzt fertig machen. Aber bei einem Novita-Sweater, einmal bei dem Easy-Sweater. Aber ich habe irgendwie Lust, irgendwas Neues anzustricken, jetzt wo ich zwei Projekte fertig gekriegt habe. Und da es ja noch immer ziemlich kühl ist und es ja bald in noch kühlere Gegenden geht, habe ich mir hier Stricknadeln geschnappt und das Wollknäuel. Das ist das Garn von Westwool.
Die Farbe weiß ich nicht mehr, werde ich euch aber auf jeden Fall verlinken. Und daraus entsteht die Dustland-Mütze von Steven West. Und die werde ich einmal für mich stricken, einmal für meinen Verlobten. Mein Verlobter wollte die in diesem Burgunder, ja, Pflaumenton einmal haben. Und deshalb werde ich die jetzt stricken. Ich hatte keine 4,5er Nadeln mehr, weder Rundstricknadel noch ein Nadelspiel. Deswegen habe ich mir unterwegs von der Arbeit nochmal welche mitgenommen. Und normalerweise stricke ich ja immer mit dem Nadelspiel in Holz. Aber ich dachte mir, ich probiere mal andere aus. Ich muss dazu sagen, die sind echt schwer, ne? Ich weiß noch nicht, ob das so mein Favorit sein wird. Aber es sind die von Knit Pro. Ich glaube, sie heißen Zink, wenn ich mich nicht irre. Und die wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, der Steven West hypt die auch ziemlich doll. Ich habe sie mir auch in kleiner mitgenommen. Aber ich finde das, was mir jetzt so initial auffällt, ist einfach, dass sie sehr, sehr schwer sind. Also gucke ich einfach mal, wie es sich damit stricken lässt und werde euch da auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Aber jetzt schlage ich erstmal die Maschen an und dann geht es auch schon los. Zum Stricken schaue ich übrigens heute Gilmore Girls. Gilmore Girls, falls ihr es nicht wisst, ist meine Nummer 1 Serie. War es immer schon, wird es auch immer sein. Das ist eine Serie, die ich schon millionenmal geschaut habe, die ich immer mal wieder so im Hintergrund laufen lasse. Und ich liebe diese Serie abgöttisch und das ist einfach meine Nummer 1 Wohlfühlserie von allen. Es ist einfach so schön. Wer die von euch noch nicht gesehen hat, schaut die auf jeden Fall. Ich habe die damals, als sie rausgekommen ist, schon gesehen und dann halt auch später, als ich sie auf DVD hatte, immer, immer wieder. Und jetzt gibt es die auch noch auf Netflix, genauso wie auch das Revival. Also kann ich euch vom ganzen Herzen empfehlen. Und ja, da ich heute schon so langsam ein bisschen angespannt bin, wenn ich so ein bisschen auf die nächste Woche blicke, werde ich jetzt einfach den ganzen Tag nur Gilmore Girls gucken, stricken und meine Ruhe genießen. Guten Abend, meine Lieben. Ich habe den ganzen Tag fleißig hier an meiner Dustland-Mütze weitergestrickt. So sieht die mittlerweile aus und es ist ein wirklich schönes Design. Ich habe ja bereits die Dustland-Socken von meinem Verlobten einmal gestrickt, dann den Dustland-Pulli, den er am Ende auch bekommen hat, weil das Garn sich einfach so weit gezogen hat, dass es leider zu groß für mich geworden ist. Aber ich muss sagen, dieses Design ist wirklich super einfach, aber dafür total schön. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ja noch ein zweites Garn in einer anderen Farbe für mich gekauft und ich muss sagen, die Mütze lässt sich wirklich super schnell runterstricken. Ungefähr 2/3 habe ich jetzt fertig. Ich glaube, ich muss noch einen Mustersatz machen, bevor dann die Muster kommen und man die Abnahmen auch wieder macht. Aber mit den 4,5er Nadeln geht es natürlich sehr fix. Zu den Nadeln. Ich mag die überhaupt nicht. Hätte ich initial nicht gedacht, als ich sie ausgepackt habe, hatte ich ja schon so ein bisschen die Vermutung. Und jetzt, wo ich ein bisschen damit gestrickt habe, muss ich sagen, es ist nichts für mich. Ihr wisst, ich stricke eigentlich total gerne mit einem Nadelspiel, aber immer aus Holz oder aus Bambus. Mit denen komme ich nicht gut klar. Die sind super schwer, dadurch sind die super unhandlich und das Strickfeeling ist einfach schlecht. Meiner Meinung nach. Das ist ja eine reine Geschmackssache. Jeder kommt mit was anderem gut klar, aber für mich ist es nichts. Kann sein, dass das mit diesen kleineren anders sein wird. Da gucke ich einmal. Die 3,5er hatte ich auch für die Dustland Stulpen extra gekauft. Da werde ich euch auf jeden Fall auch noch was zu berichten. Aber jetzt hier diese super großen, schweren, nee. Leider habe ich keine anderen 4,5er Nadeln, sonst wäre ich sogar umgeswitcht. Ich habe auch gar keine Rundstricknadeln mehr. Alles ist irgendwie im Winter mit 4,5er Nadeln besetzt. Oder all meine 4,5er Nadeln sind mit irgendwas besetzt, so rum. aber ja, genau. So sieht das Ganze aus. Ich habe mir einen total entspannten Tag gemacht, deswegen bin ich hier in meinem Kuschelmantel die ganze Zeit nur unterwegs, nachdem ich gefilmt habe. Und das brauchte ich auch. Ich bin noch immer nicht ganz ruhig. Ich wappne mich jetzt für die nächsten 2 Wochen, die furchtbar sein werden. Ich habe für euch ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, das reicht soweit. Ich gucke mal, wann ich am besten meine Kamera einschicke, damit die auch noch repariert werden kann. Und ich muss einfach mal gucken, wie ich das alles mache. Und deswegen tut es mir wirklich leid, wenn es in nächster Zeit ein bisschen ruhiger sein wird. Wie gesagt, vorbereitet habe ich einiges, aber
Es wird sicherlich alles nicht so glatt ablaufen, wie ich mir das vorstelle. Zum Beispiel auch das Internet, das haben wir zwar schon umgemeldet, aber ob es jetzt wirklich ab dem 1.2. dort aktiviert sein wird, weiß ich nicht. Also ich werde mich jetzt nicht stressen, weil ich mich jetzt als allererstes auf meine Prüfung fokussieren muss und an nichts anderes aktuell denken möchte. Na, und deswegen wird es auch bei Instagram so ein bisschen ruhiger sein. Aber ich weiß auch nicht, wann dieses Video jetzt hier online kommt. Das muss ich so ein bisschen noch zeitlich organisieren. Von daher, wie gesagt, ich wollte noch einen letzten Vlog hier in dieser Wohnung drehen. Das habe ich auch gemacht. Dementsprechend ist das auch der allerletzte hier. Der nächste wird im Berchtesgaden stattfinden. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich werde mich deutlich mehr darauf freuen, wenn der ganze Stress von mir abgefallen ist. Das hat mich hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen runtergebracht. Wir haben gerade noch lecker gegessen. Und genau, ich habe den Tag mit den Gilmore Girls verbracht. Das hat es nochmal einen Ticken besser gemacht. Von daher denke ich, ich bin für die nächsten 2 Wochen gewappnet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut!